Hallo, mein Name ist Hans-Peter Brill und ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, ob Tiere Selbstmord begehen können. Bei diesem Thema fallen den meisten Menschen sofort die Lemminge ein. Dieser Mythos wurde durch den Dokumentarfilm Wild Wilderness von Walt Disney aus dem Jahre 1958 in die Welt gesetzt. Die Filmemacher hatten einige Lemminge gekauft und über eine Klippe getrieben und das reißerisch in Szene gesetzt. Doch Lemminge machen das nur in dem Computerspiel von 1991. Das Körnchen Wahrheit daran ist lediglich, dass Lemminge sich bei gutem Nahrungsangebot explosionsartig vermehren und sich dann ein Teil auf Wanderschaft begibt, bei der einige durch Unfälle zu Tode kommen können. Mit Suizid hat das nichts zu tun. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, von einem Suizid sprechen zu können, ist das Bewusstsein, dass das gewollte Handeln zum Tode führen wird. Wissenschaftler schließen aufgrund dieser Definition das Insektenreich für eine Suizidbetrachtung grundsätzlich aus, da Insekten nicht zugetraut wird, dass diese eine Vorstellung von Leben und Tod entwickeln können. Seit vielen Jahren hält sich ein weiteres Gerücht. Hunde sollen die Overton Bridge in Schottland für Selbstmorde nutzen. Etliche Fälle sind bezeugt, in denen sich Hunde über die Seitenmauer der Brücke stürzen und dabei zu Tode kommen. Ein Tierforscher ist dem auf den Grund gegangen. Unter der Brücke leben Nerze und diese haben eine große geruchliche Attraktivität für viele Hunde. Die Hunde sind sich schlicht nicht bewusst, dass sie dort auf einer Brücke sind und wollen einfach nur zu den Nerzen über eine Mauer springen. Hunde können allerdings, beispielsweise nach dem Verlust ihres Frauchens oder Herrchens, in eine derart tiefe Depression verfallen, dass sie die Nahrungsaufnahme verweigern und daran sterben. Ob sie sich der Folge ihres Handelns allerdings bewusst sind, ist nicht sicher. Die Wissenschaft sagt dazu, zwischen Menschen und Tieren bestehen in Bezug auf Suizid biologische, neurologische, psychologische, kognitive und soziale Parallelen.